sounds about white. Uff, okay. Ja, liebe Leute, ich bin Desi und willkommen zu einem neuen Video. Der heutige Notification-Shoutout geht an Niki K., Nathalie Spieker und an Vanessa Hasch. Danke, 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 dass ihr die Glocke aktiviert habt. Muah. Wenn ihr in meinem nächsten Video vorkommen möchtet, einfach Abonnent von mir sein, die Glocke daneben aktivieren und dann einen Kommentar lassen mit dem Hashtag Glocke aktiv. Okay, Leute, ich bin gerade ein bisschen blind von dem ganzen Licht an, Alter. Boah, müsst ihr das mal sehen hier, es ist so hell. Okay, Leute, das ist jetzt so eine Art Ich habe hier so eine alte Casio-Uhr, die jeden Tag um die gleiche Uhrzeit piept und ich weiß nicht, wie ich es abschalte. Ich habe eigentlich schon 1000 Mal abgeschaltet, aber es piept trotzdem jeden einzelnen Tag, also ja. Yeah. Es ist jetzt kein Songs, die gleich klingen, aber irgendwie ist es doch ein Songs, die gleich klingen. Ich glaube, ich würde es wie die Songs, die gleich klingen Special Edition nennen, weil es handelt sich jetzt nicht um ganz, ganz viele Songs, die gleich klingen, sondern, na doch, eigentlich sind das schon viele Songs, die gleich klingen, aber es handelt sich nur um einen Song, der wie ein paar andere Songs klingt, und zwar, wie ihr vielleicht schon im Titel sehen könnt, um den neuen Song von Ariana Grande, den ich ultra feiere. Ich finde den so geil, ich höre den irgendwie auf und ab gerade, seit ich den zum ersten Mal gehört habe, ist er so auf Dauerschleife bei mir. Ich finde die Richtung, die Ariana Grande da gegangen ist, so geil. Ich liebe ja Hip-Hop sowieso. Dementsprechend, weil ich auch so obsessed von dem neuen Song Seven Rings bin, wurden mir auch ein paar Videos vorgeschlagen und da habe ich was entdeckt, was euch eventuell auch interessieren könnte. Man wirft Ariana Grande nämlich gerade vor, dass sie den Song von ein paar anderen Künstlern geklaut hat. Was ich natürlich nicht ganz eingestehen will, weil ich finde den Song mega geil. Aber ich dachte, ich teile mit euch die Songs, die gleich klingen und die Leute, die sich darüber beschwert haben und alles drum und dran, und dann könnt ihr euch nochmal eine Meinung dazu bilden. Okay, also. Und zwar tatsächlich, es handelt sich nämlich heute nicht um die Strophen vom Song, weil die Strophen vom Song sind ja ganz bewusst von dem Song My Favorite Things übernommen worden, und das ist auch mega geil und das habe ich ultra gefeiert, dass genau das übernommen wurde. Für die Leute, die das nicht wussten, ich spiele jetzt kurz Arianes Strophe ein und dann die von My Favorite Things. Das ist so ein kleiner Fun Fact nebenbei, aber darum geht es heute gar nicht. Lashes and diamonds, ATM machines, buy myself all of my favorite things. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Genau, aber das ist, glaube ich, den meisten bewusst, dass die Melodie bewusst davon übernommen wurde. Wir reden aber heute tatsächlich um den eigentlichen Refrain von Seven Rings, und zwar um den Hip-Hop-lastigen Teil. Fangen wir mal erstmal an mit einer Rapperin namens Princess Nokia, die eben gesagt hat, das kommt mir aber sehr bekannt vor und es erinnert mich sehr an meinen eigenen Song namens Mine. Ich spiele den kurz für euch mal ab. Nokia hat tatsächlich sogar ein Video gepostet, wo sie sich öffentlich ein bisschen darüber aufregt, dass das ja von ihr geklaut ist. Oh! Song I made about brown women and their hair? Sounds about white. Uff, okay. Dann gab es noch Leute, die gesagt haben, dass es aber auch wie ein Song von 2 Chainz klingt, und zwar von dem Song Spend It. Ich spiele euch das auch mal kurz ein. It's mine, I spend it. It's mine, I spend it. It's mine, I spend it. Und zu guter Letzt kommen natürlich nochmal Leute, die sagen, nein, 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 das wurde alles von Soulja Boy geklaut. Und zwar hat Soulja Boy einen Song, der heißt Pretty Boy Swag, und jetzt wird halt behauptet, nein, nein, die ganzen Künstler wie Princess Nokia und 2 Chainz und Ariana Grande, die haben das doch alle von Soulja Boy geklaut. Jetzt spiele ich das ab und dann weiß ich auch nicht weiter, Leute. Everybody pay attention. This right here is my. Also, Leute, was sagt ihr? Denkt ihr, dass eventuell, weil Ariana Grande war ja nicht die einzige Songwriterin, sie war mit ein paar anderen Leuten da mit im Boot. Das weiß ich natürlich, weil ich die Lyrics dazu lernen wollte und dann unten gesehen habe, dass mehrere Leute an den Lyrics geschrieben haben, weil ich unbedingt das Lied auswendig können möchte.
Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass Ariana Grande oder die anderen Songwriter von Ariana Grande eventuell den Einfluss von dem einen oder anderen Künstler genommen haben oder ob das einfach Zufall ist. Also ich persönlich denke, dass es passieren kann, dass halt sehr viele Songs gerade so klingen, weil es dieses da-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 da. Das ist so. Frage und Antwort. Dass sowas halt schnell passieren kann, dass es viele Lieder gibt, die einfach so gebaut worden sind. Ich glaube nicht, dass Ariana Grande oder ihre Songwriter da bewusst geklaut haben. Ich glaube, wenn, dass das einfach nur so die Einflüsse sind, die man unterbewusst halt mitnimmt, wenn man halt Hip-Hop hört und dann selber drauf rappt und dass man sich denkt, ey, da-da-da-da-da. Und voll oft merkt man gar nicht, dass es vielleicht schon Songs gibt oder man weiß gar nicht mal davon, dass es vielleicht Songs gibt, die vielleicht schon genauso klingen. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal ein richtiges Songs die gleich King machen. Ansonsten vergesst nicht, ein Abo dazulassen und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Mua, 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 mua. Ciao.